Die Berge sind für mich der Ort, wo ich Frieden und Ruhe finde. Hier kann ich mich erholen und die Verbindung zur Natur genießen. Für uns in der Schweiz ist dies eine Selbstverständlichkeit. Aber vergessen wir nicht, dass diese Natur, obwohl kraftvoll und majestätisch, auch verwundbar ist. Sie muss von uns allen geschützt werden. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Alpenclub engagiert sich Cornercard, dieses Naturgut und eine intakte Bergwelt aufrechtzuerhalten. Für uns, unsere Kinder und die zukünftigen Generationen. Ja, eine intakte Natur, eine intakte Landschaft, das ist eigentlich die Basis für Bergsport. Viele Leute gehen ja wirklich in die Berge auch, um Ruhe, Stille erleben und die schönen Landschaften zu geniessen. Und da haben eigentlich die Pioniere im SAC schon vor 100 Jahren gemerkt, nicht nur Berge besteigen ist wichtig, sondern sie eben auch schützen, dass das Naturerlebnis auch so bleibt. Also ich würde mich sehr über das längerfristige Engagement freuen. Es gibt sehr viele Projekte, die wir zusammenarbeiten können, im Umweltbereich, im Klimabereich, wo wir uns beide, der Naturschutz und Klimaschutz, wichtig ist. Es freut mich auch, dass ich Cornercard im Spitzensport mit Unterstützung von zwei Athleten engagiere. Und ich denke, so haben wir eine gemeinsame langfristige Perspektive. Ja, wenn ich am Klettern bin, dann kann ich wirklich alles um mich herum vergessen. Das Einzige, was zählt, ist das, was ich im Moment mache. Ich kann wirklich im Moment leben und alle meine Sorgen hinter mir lassen. Und einfach das Gefühl von dieser vollen Konzentration auf einen Moment finde ich wahnsinnig schön. Das Vertrauen beim Klettern ist natürlich grundlegend. Also es ist mega wichtig, dass man seinem Kletterpartner vertrauen kann, weil man gibt ja wortwörtlich sein Leben in die Hände von seinem Sicherungspartner. Darum ist das mega, mega wichtig. Ja.